Die 13 exzellenten Nominierungen für den Friedmann-Neumann-Preis, die uns zum Jahreswechsel aus Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen erreicht haben, waren alle, das muss man wirklich sagen, alle höchst beeindruckend. Lebensläufe junger Wissenschaftlerinnen zwischen 30 und 45 Jahren, die sich im besonderen Maß in der Wissenschaft engagieren und durchweg herausragende, innovative Arbeiten in der lebenswissenschaftlichen Grundlagenforschung erbracht haben. Ich freue mich, den Mediziner Florian Kahles, Arbeitsgruppenleiter und Oberarzt an der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen als diesjährigen Preisträger zu begrüßen. Er erhält den Preis für seine Beiträge zur Erforschung der Inkretine als Schutzhormone, ich würde als Immunologen sagen vielleicht auch Zytokine, bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ich möchte auch Herrn Nikolaus Marx, Direktor und Professor am Universitätsklinikum der Medizinischen Klinik 1 Aachen, begrüßen. Er hat Florian Kahles für den Friedmund-Neumann-Preis nominiert und ist jetzt aus Aachen zugeschaltet. Herr Marx, Sie sind Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin, an der Herr Kahles seit 2015 tätig ist. Für welche Forschungsleistung, Herr Marx, haben Sie Herrn Kahles für den Friedmund-Neumann-Preis nominiert? Ich habe ihn nominiert für seine wissenschaftliche Leistung zu körpereigenen Inkretinhormonen. Das sind, wie Sie eben gesagt haben, Schutzhormone oder aus dem Darm freigesetzte Hormone, bei denen Herr Kahles konsequent aus einem experimentellen bis hin in einen klinisch-translationalen Ansatz zeigen konnte, dass sie antiinflammatorisch und protektiv im kardiovaskulären System wirken. Und das ist dergestalt interessant, dass wir früher nur auf die blutzuckersenkende Wirkung vor allem dieser Substanzen geguckt haben. Und hier hat Herr Kahles bahnbrechend zunächst experimentell und dann zuletzt auch in Biomarkerstudien die Bedeutung für die kardiovaskuläre Medizin gezeigt. Das ist klinisch wichtig, weil dieses Inkretinsystem therapeutisch genutzt wird in der Diabetestherapie und man zeigen konnte, dass es kardiovaskuläre Ereignisse reduziert. Und letztlich hat er den ganzen Bogen gespannt, diese Wirkung besser zu verstehen. Es geht bei uns in Aachen in der Arbeitsgruppe, wie Professor Marx schon gesagt hat, um die Inkretinhormone. Und was man von den Inkretinhormonen weiß, ist, dass sie nach Nahrungsaufnahme ausgeschüttet werden. Und das sind im Prinzip zwei wichtige Hormone, das ist das GLP-1 und das GIP. Und die werden ausgeschüttet und die sind physiologisch wichtig zur sozusagen postprandialen Blutzuckersenkung. Das heißt, wenn ich eine große Mahlzeit esse, würde ohne dieses Inkretinsystem vielleicht mein Blutzuckerspiegel entgleisen. Es kommt zu einer Insulinausschüttung an der Bauchspeicheldrüse, der Blutzucker geht runter. Das Elegante an diesem Mechanismus ist, dass er keine Unterzuckerung verursacht. Und deswegen kann man diesen Mechanismus klinisch aktuell elegant nutzen in Form von Agonisten dieses Rezeptors, also GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Und die Substanz, wie gesagt, führt nicht zu Hypoglykämien, also Unterzuckerung. Dadurch ist sie im klinischen Einsatz. Wir haben dann gesehen und bemerkt, dass es pleiotrope Effekte gibt dieser Inkretinhormone. Das heißt, jenseits der Bauchspeicheldrüse konnte man auch sehen, dass in verschiedenen Organsystemen antientzündliche Effekte aufgetreten sind. Und vor allem in der Atherosklerose, also der Gefäßverkalkung, konnte man sehen, dass diese atherosklerotischen Plaques, die ja letztendlich zu einem Herzinfarkt führen, zum Beispiel durch diese Substanzen stabilisiert werden können. Der Immunzelleinstrom wird gehemmt hierdurch. Das hat sich später in klinischen Studien sozusagen bewahrheitet. Wir haben mittlerweile 4 große klinische Outcome-Studien, wo man eben Patienten mit Diabetes diese Agonisten dieses GLP-1-Rezeptors zum Beispiel gegeben hat und dann hat gesehen, dass sie nicht nur sicher sind, wofür die Studien eigentlich designt waren, sondern dass auch die Prognose verbessert werden konnte. Das heißt, die Leute sind letztendlich die Diabetiker, die ja sowieso ein massiv erhöhtes Risiko haben, an kardiovaskulären Erkrankungen zu versterben, die leben dadurch auch länger. Und wir haben dann zum Beispiel auch gesehen, dass diese Inkretinhormone selbst nicht nur durch Nahrungsaufnahme, daher dieser Ausdruck Schutzhormone aus dem Darm, die werden auch ausgeschüttet, wenn man krank ist. Also wenn ich einen Herzinfarkt zum Beispiel habe oder wenn ich eine Sepsis habe, eine Blutvergiftung, dann werden sie auch ausgeschüttet und schützen uns aber gleichzeitig, wie so eine körpereigene Polizei sozusagen. Können Sie denn dann, indem Sie solche Inkretine verabreichen, sogar gegen Sepsis
vielleicht mildern, sage ich mal. Ja. Schutz gegen Sepsis ist ja, oder ja, erfolgreiche Therapie der Sepsis ist ja weiterhin nicht leicht. Absolut. Es gibt hierzu keine klinischen Studien, wo man nach harten Endpunkten geschaut hat. Wir sehen vor allem in den klinischen Studien zu kardiovaskulären Erkrankungen, dass diese Medikamente vor allem über ihre antientzündliche Wirkung zum Beispiel die Plaques stabilisieren. Und die Mediatoren, die wir dort haben, wie Interleukin-1-Beta, TNF-Alpha, Interleukin-6, sind eben auch sozusagen die Bad Guys, die wir in der Sepsis haben. Deswegen ist es sicherlich spannend, das mal in einer Studie hier zu untersuchen. Und wie geht es jetzt weiter? Es geht weiter, indem wir, ja, wir wollen verschiedene Wege verfolgen. Zum einen interessieren wir uns für das GLP-2, das ist das dritte Inkretin-Hormon, wo man eigentlich überhaupt nichts zu weiß. Es macht nicht viel am Glukosestoffwechsel. Es macht eher was, ist ein lokaler Wachstumsfaktor für den Darm. Man gibt es Leuten mit Kurzdarmsyndrom zum Beispiel. Wir haben Hinweise dafür, dass auch hier potenziell spannende antientzündliche Effekte bestehen könnten. Weiterhin, das hatte Professor Marx schon angesprochen, wir haben gesehen, dass diese Hormone bei Krankheiten ausgeschüttet werden. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass bei Patienten mit Herzinfarkt das endogene GLP-1 im Blut auch ein Biomarker ist. Und der ist sogar relativ gut. Also der kann sich sozusagen in diesem Kollektiv, was wir haben, neben Troponin, BNP und anderen Biomarkern in einer Richtung schon aufstellen. Und dahingehend wollten wir auch untersuchen, ob das sogar ein möglicher neuer Biomarker sein könnte. Was macht denn Herrn Kahles aus Ihren Augen so als was ganz Besonderes? Ich glaube, Florian, Sie haben sich ganz gezielt das rausgesucht, was Sie machen wollten. Und Herr Kahles hat neben seiner sehr engagierten, guten klinischen Tätigkeit immer im Labor weitergearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Mäuse nachts operiert hat und all das gemacht, mit einem ganz klaren Ziel, das Feld und die Wissenschaft voranzubringen, ist dann nach Boston gegangen. Wir haben überlegt, wo ein guter Platz wäre und hat da sehr konsequent weitergearbeitet. Und was beeindruckend ist, nebenher seine Arbeitsgruppe, für die er mittlerweile DFG-Gelder eingeworben hatte, hier weitergeführt. Er ist jetzt zurück bei uns in der Klinik und verbindet weiter die klinische Tätigkeit mit der Grundlagenwissenschaft. Sie haben eben gesagt, in der Nacht hat er die Mäuse gespritzt. Ist es denn noch weiterhin so, dass tagsüber der klinische Alltag, in Anführungszeichen, und die Herausforderungen der Klinik sind und dann Nacht die Forschung betrieben muss? Oder gibt es da auch schon Lichtzeichen, dass das auch in einem normalen Wissenschaftlerleben alles vereinbar ist? Genau, also da ist Licht am Ende des Tunnels und Herr Dr. Kahles hat davon profitiert. Ich bin seit 11 Jahren hier und wir haben hier innerhalb der Klinik ein Clinician Scientist-Konzept etabliert, in der Kollegen, die Wissenschaft machen wollen, gezielt freigestellt werden, über ein Jahr 50%. Gehen dann in einem strukturierten Programm ins Ausland und kommen zurück und sind noch mal ein halbes Jahr gezielt freigestellt, um ihre Arbeitsgruppe zu etablieren. Herr Kahles ist im Frühjahr zurückgekommen, hat diese halbjährige Freistellung jetzt beendet, aber auch schon vor dem Auslandsaufenthalt gezielt das gehabt. Herr Kahles hat trotzdem nachts die Mäuse operiert, das ist auch noch was Besonderes, aber wir, also jeder darf, wenn er will, aber wir haben trotzdem ein strukturiertes Programm. Ja, ja. Und ich glaube, das muss heute so sein, um sicherzustellen, dass einfach eine Forschung eben nicht Feierabend- und Wochenendforschung ist. In der Facharztausbildung ist es sicher schwierig, weil dort zunächst die Expertise gesammelt werden muss. Aber dann im weiteren Stadium haben wir in der Tat Positionen, in der Kollegen freigestellt werden und wir auch so ein bisschen bedarfsorientiert gucken. Hier ist ein starkes Projekt, was finalisiert werden muss, dass jemand auf eine 50% Wissenschaftsstelle geht und die Hälfte seine Oberarzttätigkeit macht. Und dieses Physician Scientist Programm macht es möglich. Natürlich macht man abends selber, weil man halt einfach diesen Drive dann manchmal hat. Man hat manchmal Angst, es läuft nicht schnell genug, man muss immer weitermachen. Man sollte sich manchmal sicherlich auch ein bisschen bremsen. Aber dieses Physician Scientist Programm hat eben viele Vorteile. Uns haben auch schon externe Kollegen auch aus anderen Städten angerufen und waren diesem Programm interessiert. Das ist sicherlich nicht, was es etwas, wie Sie gesagt haben, diese Problematik ist überall. Und es gibt aber nicht überall so ein Programm. Und das bin ich zum Beispiel, da bin ich Herrn Professor Marx sehr dankbar, dass er das eingerichtet hat. Und es ermöglicht eben so eine gewisse Koexistenz. Und natürlich sollte man frühzeitig mit einer Doktorarbeit anfangen. Da muss ich auch Professor Lerke aus Aachen danken, mit dem ich zusammen arbeite, der mein Doktorvater ist, der mich sozusagen frühzeitig, ich bin sozusagen in der richtigen Arbeitsgruppe gelandet, was nicht immer selbstverständlich ist. Und man sollte, glaube ich, frühzeitig anfangen damit, um dann im Rahmen dieses Physician Science Tracks
sozusagen neben der klinischen Tätigkeit die Wissenschaft fortzuführen. Aber es ist sicherlich wichtig, dass man früh anfängt und nicht erst, wenn man schon klinisch tätiger Arzt ist. Herr Marx, zum Abschluss kurz und prägnant. Was wünschen Sie Herrn Kahles für seine Zukunft? Möchten Sie ihm etwas auf den Weg geben? Natürlich. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Begeisterung für die Wissenschaft beibehalten, sich von Dingen, die nicht sofort funktionieren, nicht entmutigen lassen. Und ich glaube, Sie bringen alles mit für diese Karriere in der Hochschulmedizin, in der Kardiologie, und dass Ihre Energie und die Begeisterung anhält. Die Schering-Stiftung würdigt mit dem Friedmund-Neumann-Preis 2020 Ihren herausragenden Beitrag zur Erforschung der Inkretine als Schutzhormone bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ich muss das Ihnen mit Abstand überreichen. Vielen Dank, danke schön. Und mache das auch so. Vielen Dank, danke. Und hätte es gerne viel, viel näher gemacht und Ihnen gratuliert. Danke schön.